Hallo und herzlich willkommen zurück bei Amüsiertablette mit eurem Crunchcow und hier auch zu sehen den Jack Daniels, also Hackbart. Es gab einen kleinen Unfall mit dem Hackbart. Das heißt, er lief leider vor meine Pistole. Aus Versehen. Und als ich ihn traf, fiel er um. Das war äußerst bedauerlich. Aber wir haben inzwischen ein neues Feature hier auf dem Server, nachdem das Update eingespielt wurde. Hier gab es ja viele Veränderungen für Polizei, Zivis und ADAC. Inzwischen hat der ADAC ja auch Notärzte mit im Einsatz, beziehungsweise Notärzte sind eine eigene Sache. Und nachdem ich jetzt hier den Hackbart angeschossen habe, warten wir jetzt auf den Notarzt. Kai und Sergej, einmal bitte in Atira auf dem Kirchfeld achten. Verstanden, sobald Jack Daniels sich wieder erholt hat, fahren wir dorthin. Alter, nee. Die 6500 zahlst du. Ich laufe so ein bisschen um dich rum. Aber er zeigt schon, nee, Notarzt in der Nähe war gerade ja, jetzt ist er wieder auf nein. Der kommt schon. Hauptsache, ich habe ihm noch die richtigen Koordinaten genannt. Ja, 113 und 57, passt ja. Ich darf jetzt nur nicht Escape drücken, ey. Du darfst doch nicht respawnen. Ich danke euch. Falls da einer pflückt, ja. Wegkicken und der soll Äpfel pflücken gehen. Verstanden. Ey, der braucht jetzt bestimmt Ewigkeiten. Nee, die sind schon, die rasen. Der dicke Jan Notarzt hat mir eine Nachricht bei TS geschrieben. Soll ich reinkommen? Ja, er kann gerne reinkommen. Er braucht nur das Passwort. Nee, er fragt, ob er mich heilen soll. Ja, natürlich. Was soll er denn sonst machen? Deswegen hab ich auch geschrieben. Notarzt. Yo. Ja, wie gesagt, Notarzt als neues Feature, viele andere neue Feature, die hier noch mit drauf gekommen sind. Diese Baustelle hier hinten ist auch ein neues Feature. Ich glaube, da kommt schon der Notarzt. Oh ja, ich höre ihn auch. Nimmst du gerade auf? Ja. Ja, sehr schön. Mal, ich habe einfach mal auf den Aufnahmeknopf gedrückt, als du Joe da gelegen hast. Ich werde auch einfach auf den Aufnahmeknopf jetzt mal drücken. Ich werde mich einfach dazu mischen. Man hört sehr schön den Notarzt gerade kommen. Der fährt uns jetzt wahrscheinlich auch noch tot oder so. Wow. Sag ich ja. Alter, die Herren. Amen. Atme. Atme. Einmal bitte ein Stück zurücktreten. Okay. Sie kriegen ihn doch wieder hin, oder? Aber selbstverständlich. Geh ins Licht. Geh ins Licht. Nein, gehen Sie bloß nicht ins Licht. Ich lebe. Der Hammer. Nicht erschießen jetzt als Dank. Ihre Waffe. Ja, perfekt. Die Waffe. Die Waffe. Nimm deine Waffe. Ja, die Waffe nehme ich auch noch, natürlich. Die lässt sich gar nicht so einfach jetzt hier nehmen gerade. Die wird mir nicht mehr angezeigt, Dicker. Doch, jetzt hab sie. Ah, muss ich erst näher kommen, ne? Ja, freut mich geholfen. Ich darf ja. Vielen Dank. Ich schieß den Kopf. Soll ich immer. Er kann eigentlich gleich hier bleiben. Geh weg. Okay. Wir werden einfach mal. Wir sollen nach Atira. Nach Atira, ja. Ja, wir sollen mal Atira zum Pfirsichfeld. Wo ist denn Atira? Atira? Oh nee. Ach, da oben. Atira oben? Da jetzt direkt hier über den Dingens. Genau, wieder zurück. Ach da, okay. Oh nee, Leute, echt. Na komm, dann machen wir Blaulicht an und dann geht's los, ja. Echt mit Blaulicht? Meinst du, das ist ein Einsatz wert? Bitte nicht mehr in die Kegel hier fahren, du hast ja gemerkt, das geht nicht. Die sind ganz schön hart, die Kegel, ey. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich jetzt an. Ja. Keine Ahnung, ob wir an haben. Also ich habe nicht an. Jetzt habe ich an, glaube ich. Ich glaube, wir nehmen nicht hin, dass das ein Bug ist. Wir sagen einfach, das ist eine Nahrungsmittelvergiftung.
Es wurde Gift gespritzt. Genau. Bitte lassen Sie das, essen Sie das nicht. Okay. 200 und ich weiß nicht, wo die Kurve ist. Okay, ich bremse mal. Jetzt gleich. Ja, deswegen, da kommt gleich was. Bei 140 sehe ich es ja wenigstens wieder. Wagen 29 und 35 sind auf dem Weg zum Versicherheit. Ja, einmal danke euch. Einmal nur eine Kontrollfahrt machen, ob da überhaupt einer flippt. Oh toll, dann können wir halt auch nicht. So wieder weiter auf Streif fahren. Dann müssen wir überhaupt abbiegen. Halt nur ein wenig die Pfirsichfelder im Auge halten, weil die ja noch ein bisschen verwackt sind. Fahren wir bis zum Ende der Straße und danach nach links. Das Ende der Straße. Also jetzt, wenn die Kurve nach rechts anfängt von der Hauptstraße, fährst du links. Dauert noch einen Augenblick. Jetzt okay. Kommt sie gleich. Achtung. Ah ja, ich sehe schon. Achtung, ich bremse. Jo. Boah, Kacke. Der wird... Was? Was ist denn jetzt los? Kommt ein ganzer Clan hier drauf. Vor allem mit Trials. Ist ja auch mal ganz nett. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Aber die gehen auch wieder raus. Ja, aber anscheinend hat man hier schon ein paar mehr neue Leute mit angelockt. Ja, es sind wohl... Die letzte Aussage war, dass die ganzen Clans sich verabschiedet haben. Und ein neuer nur gekommen ist. Ja gut. Kann man so und so sehen. Das muss ja jeder selber wissen. Im Endeffekt, ob er hier spielen will oder nicht. Ne? Richtig. Wo sind die Pfirsichfelder jetzt eigentlich? Wollen wir schon so rechts abbiegen? Lass mich mal kurz gucken. Ich sehe nur das Apfelfeld hier gerade bei mir. Ja, aber noch ein bisschen vergrößern. Oh ne, nicht Night Vision. Ja doch, wir hätten also jetzt abbiegen müssen gleich. Ne, warte mal, dann fahren wir hier an. Wir fahren jetzt hier die Landstraße weiter und biegen dann nach rechts ab. Ja. Dann kommen wir auch hin. Mach das. Ich denke aber nicht, dass da einer sein wird, ey. Achtung. S-Kurve. Wo willst du denn hin? Wir hätten hier hochgemusst. Nee, wenn du hier so rumfährst und dann nach rechts abbiegst, dann hast du hier nicht die ganzen kleinen Mittelstraße. Ach naja, mein Gott. Ja, auch da lang. Das wäre erstmal Wurst. Vielleicht ist das ja dann auch schneller, wenn ich da mal gucken. Was eine Action hier. Oh, gefährlich mit Auto. Gefährlich. Früh abgebogen, habe ich es geschätzt. Ja, hab's gesehen. Ja, da war so ein kleiner Ruckler noch mit drin, dass ich mir dachte, ja, bremst du jetzt mal. Aber. Passiert. War ja noch in Ordnung, aber jetzt müssen wir genau aufs Pfirsichfeld zukommen. Jo, da ist das Pfirsichfeld. Aber ruhig aus, ne? Ja. Ich steig mal kurz ein und geh mal kurz ins Feld. Ach, jetzt habe ich abgeschlossen. So. Natürlich habe ich die Zeit nicht mitlaufen lassen, sodass ich nicht weiß, wie lange ich jetzt schon aufnehme, aber läuft. Ja, passt schon. Der Bauch ist voll schocklig. Ich kann nicht rennen, mein Bauch ist voll schocklig. Aber hier ist nichts, hier ist echt Totenstille. Das Pfirsichfeld, Atira, ist safe. Ja gut, dann können wir ja weiter auf Streifen fahren. Machen wir, Chef, machen wir. Machen wir. Halt dich umfahren?
niemals, Alter. Echt jetzt? Steig schneller ein. Das ist Blaulicht nochmal. Gut, das war also die krasse Action war der Notarzteinsatz, den ich verursacht habe. So sorry. So sorry. Wo fahren wir denn jetzt lang? Ja, ich würde sagen, ich unterbreche an dieser Stelle erstmal die Aufnahme. Genau. Mal gucken, ob vielleicht, wenn sich da was ergibt, nehmen wir halt wieder auf. Aber jetzt uns hier bei der Walachei durchfahren, so zu sehen, so wie nicht so prall. Ist so deswegen würde ich sagen, sehen wir uns später. Bis dann. Jo, ciao.